Die Botschaft Gottes für dich heute, geliebter Sohn, geliebte Tochter, höre gut zu. Ich habe einen Plan für dich und es spielt keine Rolle, wer dagegen ist, dieser Plan muss in Erfüllung gehen. Hast du das gehört? Es gibt keinen Grund, weiterhin die Brotkrumen zu sammeln, die andere dir hingeworfen haben. Du hast deine eigenen Segnungen und einen himmlischen Vater, der dich mit Liebe in seine Arme schließt. Er heilt dich, er hebt dich, lässt dich gedeihen und wacht immer über dich. Diejenigen, die deinen Fall verursacht haben, werden es bereuen, und diejenigen, die dich unterschätzt haben, werden eine Lektion lernen, die sie nie vergessen werden. Indem sie ihre Hand gegen dich erhoben haben, stehe ich an der Seite derer, die ich liebe, und ich werde alle deine Feinde vertreiben. Ich räume den Weg von Hindernissen und Konflikten für dich frei, also nutze deine Zeit optimal. Verschließe dich nicht in deinem Zimmer und weine einer Vergangenheit nach, die vorbei ist. Schreie nicht in den Wind, denn er kann dich nicht hören. Höre auf, nach den falschen Umarmungen derer zu sehnen, die dich verachteten, verspotteten und zu zerstören versuchten. Ich hoffe, du liebst diese undankbaren Menschen nicht mehr als mich. An meiner Seite wirst du Leben und Glück finden wie nie zuvor und eine so schöne Emotion, von der du nicht wusstest, dass es sie gibt. Ich habe einen mächtigen Grund für dich zu leben und ich öffne diesen Pfad, der dich zu deinen Träumen führen wird. Du musst nicht mehr zurückblicken. Niemand in deiner Vergangenheit liebt dich so sehr wie ich, der nur Gutes für dich wünscht, der dich segnen und führen kann. Umarme die Sicherheit, dich geliebt und von einem übernatürlichen Gott beschützt zu fühlen. Ich bitte nicht um materielle Dinge wie Gold, Silber oder Edelsteine. Was mich bewegt, ist dein Glaube und deine Aufrichtigkeit. Du hast den Wunsch zu verändern, du möchtest dein Leben so leben, wie es sein sollte, jeden Moment nutzen und deine Talente und Ressourcen nutzen, um andere zu segnen, beginnend mit deiner Familie. In deinem Herzen möchtest du der Welt sagen, dass es Liebe, Vergebung, Rettung, einen Weg, eine Wahrheit gibt und dass sie in meiner Gegenwart die Kraft finden werden, die sie brauchen, um wieder aufzustehen und neu zu beginnen. Sage mir mit Glauben, dass du an mich glaubst. Aktiviere deinen Glauben, nähre deine Seele mit meinem Wort und erinnere dich an all meine heiligen Versprechen. Sie sind dein Schild und Schwert angesichts der Widrigkeiten. Wer ist bei dir? Der allmächtige Gott, allmächtiger König der Könige, Herr der Herren, erhaben an Macht und Autorität. Ich gebe dir die Kraft, zu überwinden. Antworte mir. Ich möchte dich hören, fühlen, wie diese Worte den Glauben wieder entfachen, der einmal schwach war, und die Flammen deines Triumphwunsches neu entzünden. Höre zu, empfange, glaube. Es gibt keine schlechte Angewohnheit oder Sucht, die du nicht überwinden kannst. Der Feind hat keine Macht über dich, und du musst sie schaffen, denn weder Zauberei, Hexerei, Zaubersprüche noch Flüche können dir schaden. Die Armeen des Bösen umgeben dich, aber sie machen nur Lärm, leere Drohungen ausstoßend. Sie wollen, dass du Angst hast, denn die Angst ist das Einzige, was dich stoppen kann. Steh auf, tapferes Herz. Ich gebe dir Autorität. Stelle dich den Konflikten, die gekommen sind, um dein Glück zu rauben. Heute sind deine Ketten zerbrochen. Der Mut, der dich niederdrückte, die Emotionen, die dich schlugen, und die Erinnerungen, die dich verletzten, werden alle enden. Gib mir deine Hand und lass uns gemeinsam in Richtung Erfolg und Segen gehen. Morgen komm wieder zu mir und ich werde dir noch mehr lebendiges Wasser aus dem ewigen Felsen geben, meinen Heiligen Geist, der dich mit der Liebe umgibt, und meine übernatürliche Gegenwart, die dich nie verlassen wird. Ich werde es dir noch einmal sagen, weil ich weiß, dass du, wenn du es hörst, Freude und Frieden empfangen wirst. Ich liebe dich. Du brauchst Liebe. Komm jeden Morgen an diesen sicheren Ort. Ich warte darauf, dich mit Zuneigung zu kleiden, dich mit Schutz zu bedecken, dich mit einer süßen Umarmung der Liebe zu umarmen, deine Hand zu nehmen und dich wie ein fürsorglicher Elternteil zu meiner Tafel zu führen. Ich werde dich mit göttlichen Worten nähren, dir große Kraft geben, dein Gesicht reinigen, deine Haare ordnen und dir eine Tasche voller neuer Wünsche geben. Wir werden gemeinsam rausgehen, um zu leben und zu kämpfen.
Ich liebe es, dein glückliches und zuversichtliches Gesicht zu sehen, weil du weißt, dass du nicht allein bist, dass ich dich verteidigen werde, egal was passiert. Selbst wenn wir gefährliche Wege und tiefe Täler durchqueren, werde ich da sein und du kannst mich mit diesen vertrauensvollen Augen ansehen. Ich werde niemals deine Hand loslassen. Lass uns weitergehen. Wir werden anfangen zu klettern, bis wir den Gipfel eines neuen Berges erreichen. Dort wirst du die Siege finden, die bereits dir gehören, und du wirst einen neuen Zweck erhalten. Ich werde deine Hoffnungen erneuern. Die Sonne, die in deine Zukunft scheint, wird die wunderschönen Segnungen, die du bald erhalten wirst, in deine Haut eingravieren. Du bist nicht mehr derselbe. Dein Gesicht strahlt vor Glück, deine Beine sind stark, deine Füße sind leicht, deine Arme können große Lasten tragen und dein Charakter wird noch heller als Stahl leuchten. Ich werde weiterhin mit dir sein während der gesamten Reise, aber du wirst zuerst dein Ziel erreichen. Du musst lernen, im Glauben zu gehen und nicht nach dem, was du siehst. Es wird mich sehr glücklich machen, wenn du mir von ganzem Herzen vertrauen kannst, selbst wenn du mich nicht siehst und trotz der Probleme, die auf dich zukommen. Hab keine Angst, ich bin bei dir, egal was passiert. Du wirst eine solche Sicherheit haben, zu wissen, dass ich dich nie verlassen werde und du wirst weiterhin deinen Zweck und deine Verantwortlichkeiten erfüllen, ohne anzuhalten oder zu verzweifeln. Mit diesem brennenden und lebendigen Glauben, der deinen Wunsch zu triumphieren entfacht, wirst du jede Herausforderung überwinden. Ob du im Überfluss oder in Not bist, ob dein Körper gesund ist oder mit Krankheit kämpft, ob deine Familie dich unterstützt oder deine Lieben dich verlassen haben. Erinnere dich an dieses Versprechen, glaube und vertraue. Ich bin der allmächtige Gott, der hält, was er verspricht. Ich breche keine Verträge und lüge nicht. Ich bin ein verzehrendes Feuer, aber für diejenigen, die wirklich an mich glauben und mir ihre Herzen schenken, bin ich eine süße und ewige Liebe, geduldig und verständnisvoll. Ich freue mich über deine Bußfertigkeit, belohne dich mit Vergebung und reinige dein Herz, auch wenn du versagt hast. Geh weiter, komm zu mir mit Vertrauen. Es ist nicht meine Absicht, dich wegen deiner Fehler zu verletzen, und selbst wenn du die Konsequenzen deiner Fehler tragen musst, werde ich dir helfen. Du wirst fortfahren und ich werde deine Lasten abnehmen. Lass dich nicht von deinen Emotionen mitreißen, wenn du dich entmutigt fühlst. Beharre darauf und gib nicht auf. Du stehst kurz davor zu sehen, wie sehr ich dich liebe und ich werde dich immer lieben. Was muss ich tun, um dich zu überzeugen? Ich werde deine Hand nehmen, deine Stirn küssen und dir noch einmal sagen, wie sehr ich dich liebe, aber jetzt auf eine Weise, die du tief spüren wirst. Du wirst den heiligen Duft dieser übernatürlichen Liebe, die dich umgibt, wahrnehmen. Ich entferne deine Sorgen und tauche dich in ein schönes, wunderbares, ewiges, heiliges und heilendes Gefühl ein, das dich nie verlassen wird. Dieses Gefühl nennt sich Liebe, und wenn du es noch nicht gefühlt hast, gewöhne dich daran, denn ich fülle dein Herz mit Freude und Leben. Ich liebe dich, und dieses Gefühl wird jede Minute wachsen. Deine Ruhe wird jeden Tag zunehmen. Dein ganzes Wesen verändert sich. Die Welt sucht Frieden und Freiheit. Die Menschen wollen sich von Enttäuschungen und der Angst vor Einsamkeit befreien. Aber jedes Mal, wenn ich mich ihnen nähere, rennen sie in die entgegengesetzte Richtung und lehnen diese mächtige Liebe ab, die ihr Leben verändern kann, ihnen den Mut gibt, ihre Träume zu verwirklichen und ihr Verlangen zu leben erneuert. Ich habe in ihnen das Gefühl gepflanzt, dass sie sich nicht auf dem richtigen Weg befinden. Sie müssen zu mir zurückkehren, nach Hause kommen und sich vom Bösen abwenden. In der Welt wird es nur Angst und Leid geben. Dein ewiges Leben, göttlicher Frieden und unendliches Glück sind bei mir. Ich kann dir noch einmal sagen, dass ich dich liebe und ich lege heute kleine und schöne Details auf deinen Weg. Schärfe deine Sinne, spüre, empfange und erkenne es wieder. Schätze dieses süße Gefühl der ewigen Liebe, das dich umgibt. Das ist etwas Übernatürliches, das über das Sehen und Hören hinausgeht. Es ist ein unerklärliches Gefühl, das dich erfüllt, dich fühlen lässt, als würdest du über den Wolken fliegen und dich verwandelt. Es entfernt, was dich behindert.
Meine Macht manifestiert sich nicht nur in deinen Emotionen, sondern auch in deinem Charakter und deiner Haltung. Du wirst nicht länger ein Baum ohne Früchte, eine Blume ohne Duft oder ein Fluss ohne Wasser sein. Du wirst nicht unter Unentschlossenheit leiden und nicht in einem Zyklus von Fehlern leben. Meine Herrlichkeit umgibt dich und tröstet dich, gibt dir Weisheit. Tu deinen Teil und komm mit Glauben zu mir. Fülle dich mit meinem Wort, öffne deine Bibel jeden Tag und lese. Tue es wieder, gib nicht auf, beharre darauf. Das ist das wahre Wunder, das ich vollbringen möchte, dass du Frieden hast, meine Liebe empfängst, dein Leiden beendest und dich gut fühlst. Genieße meine Gegenwart, fühle dich nicht einsam. Lass Worte und Phrasen, die aufbauen und heilen, aus deinem Geist und deinen Lippen fließen. Lass deinen Blick mit Liebe und Geduld leuchten. Behandle deine Familie gut. Ein Wunder ohne Früchte ist wie ein Glas ohne Wasser, ein Teller ohne Essen, eine Nacht ohne Schlaf. Ich vollbringe niemals übernatürliche Werke, um jemanden zu beeindrucken. Viele behaupten, Wunder zu vollbringen, die echt und kraftvoll erscheinen, aber ihre Leben und Worte kommunizieren Verwirrung, Hass und Leere. Diejenigen, die nicht lieben, kennen mich nicht, denn ich bin Liebe. Mach dir keine Sorgen, ich werde dir helfen zu vergeben, zu vergessen, geduldig zu sein und allen eine Chance zu geben. Lass nicht zu, dass sie dich herabsetzen, behandle sie stattdessen mit dem Wert und Respekt, den sie verdienen. Einige um dich herum verstehen diese göttliche Liebe vielleicht nicht mehr. Ihre Herzen sind kalt geworden. Sie sagen, sie glauben an mich, aber haben nicht mehr den Glauben, dass ich die Macht habe, Wunder zu wirken. Mach dir keine Sorgen, wenn sie nicht glauben wollen. Lass sie in ihrer Welt bleiben, in der nur sie perfekt sind und mit dem Finger auf andere zeigen. Sie sagen, sie kennen mich, aber ihr Verhalten beleidigt mich. Ich werde zu ihrem Leben sprechen. Geh weiter, bete weiter, liebe weiter, tue Gutes für andere, ohne auf ihre Identität zu achten. Wenn sie dich beleidigen, vergib ihnen wieder, und wenn du nicht vergeben kannst, knie dich in meiner Gegenwart nieder. Ich werde dir die Kraft geben, mein Heiliger Geist wird über dich kommen und dich mit Geduld und Verständnis erfüllen. Du hast bereits den Sieg in all deinen Kämpfen. Komm einfach und beanspruche ihn mit Glauben und im Gebet, mit ausgestreckten Händen. Ich möchte meinen mächtigen Segen in dein Leben gießen. Ich werde dir weiterhin meine Liebe auf viele Arten zeigen. Solange du in dieser Welt lebst, bist du in meiner Gegenwart. Du und deine Familie sind mir wichtig, sowohl auf der Erde als auch im Himmel. Meine Kraft wird sich in Tausenden von Familien manifestieren, die dieses Wort empfangen. Sie werden wiederhergestellt und reichlich gesegnet sein. Jedes Zuhause, das mich liebt, wird von meiner göttlichen Gegenwart erleuchtet. Amen. Teile deine Gedanken und Reflexionen in den Kommentaren unten mit. Denke daran, dich für unseren Kanal zu abonnieren, um mit mehr Botschaften der Liebe, Hoffnung und Transformation in Verbindung zu bleiben. Drücke auf die Glocke, damit du keine Gelegenheit verpasst, dich auf diese schöne Reise zu begeben.